Betty Estrand ist ein echter Globetrotter mit einer wahrhaft olympischen Mission. Die 79-jährige Australierin ist in Rio bei ihren 15. Sommerspielen. I'm a fan of the Olympics, as you can see. Wie Sie sehen, bin ich ein echter Olympia-Fan. Die letzten 15 Spiele habe ich alle besucht, jedes einzelne. Rom 1960 waren meine ersten Spiele. Tokio, Mexiko, London und natürlich Rio. Da habe ich noch keinen Ausnäher. Auf geht's Richtung Olympiapark. Anderthalb Stunden mit der U-Bahn und dem Bus. Unterwegs trifft Betty einen Gleichgesinnten. Der Südafrikaner Grant ist zum dritten Mal bei Olympia dabei. Mir ist ihr Hut aufgefallen. Er ist toll. Bei wie vielen Spielen waren Sie schon? 15. Und Ihr Lieblingssport? Leichtathletik, da komme ich immer rein. Anstehen muss Betty am Schalter nicht. 79 zu sein, hat auch seine Vorteile. In 56 Jahren hat Betty schon viele Olympiagelände kennengelernt. Nicht so viel Sicherheit oder überhaupt keine. Etwas entspannter, nicht so kompliziert. Heute ist das alles Big Business. Nach den Spielen ist vor den Spielen. Tokio in 4 Jahren hat Betty schon fest eingeplant.